Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Es wird Sie nicht verwundern, dass wir den Vorschlag von Jean-Claude Juncker zur Gründung einer europäischen Armee ablehnen, und zwar aus guten Gründen. Erstens, in einer ohnehin prekären Lage und Bedrohung des Friedens in Europa ausgerechnet jetzt die Einführung einer europäischen Armee zu fordern, ist hochbedrohlich und gefährlich. Das Gegenteil müsste gemacht werden. Es müssten Signale für eine neue Friedensordnung ausgesendet werden. Es müssten Signale zur Entspannung ausgesetzt werden und zu einer tragfähigen Friedenslösung in Europa und natürlich auch darüber hinaus. Zweitens halten wir es demokratiepolitisch für hochgefährlich, weil der Parlamentsvorbehalt, den wir heute haben, wäre weg. Man würde praktisch die Militärfrage in die Hände nicht gewählter Kommissare legen. Das lehnen wir grundsätzlich ab. Das wäre ein Rückschritt in Form der Demokratie. Drittens, es würde auch kein Geld eingespart. Im Gegenteil, gerade durch den Fakt, dass es in die Hände der Kommissionen gelegt würde, bestünde die Gefahr, dass eher eine neue Aufrüstungswelle ausgelöst wird. Viertens, wir lehnen Interventionsarmeen und darunter natürlich auch eine europäische grundsätzlich ab und sehen darin keinen Ansatz zur Lösung der drängenden Fragen unserer Zeit. Ein bisschen skurril ist natürlich, dass dieses Thema ausgerechnet am Internationalen Frauentag aufgemacht wurde, wodurch am Internationalen Frauentag eher um den Frieden in der Welt gekämpft wird, als um neue Armeeformationen. Und ein bisschen bedenklich stimmt auch, dass dann ausgerechnet Frau von der Leyen diesem Vorschlag begeistert zugestimmt hat. Bedenklich stimmt uns auch, dass diese Formation, dieser Armeegedanke sich ausdrücklich gegen Russland richtet, wo wir nach wie vor der Meinung sind, wir brauchen eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland und keine neuen Bedrohungsszenarien in die eine oder in die andere Richtung. Zu Griechenland. Die Finanzminister der Eurogruppe täten heute gut daran, die Reformpläne der griechischen Regierung anzunehmen. Alles andere wird so interpretiert werden, dass die Erpressungsversuche gegenüber der griechischen Regierung eher fortgesetzt werden. Was bisher geschah, ist ja, dass ohnehin die griechische Regierung mit dem Messer am Hals mit den Euro-Ländern verhandeln musste. Wenn jetzt gerade so weitergemacht wird und kein Spielraum gelassen wird für eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung, kein Spielraum gelassen wird für den Aufbau einer Finanzverwaltung und des Eintreibens von Steuern, insbesondere auch des reicheren Teils der Bevölkerung, wäre das das falsche Signal. Ich habe irgendwo den Eindruck, man will irgendwie Griechenland nicht richtig Gelegenheit zur Entwicklung geben, sie aber auch nicht direkt verhungern lassen. Das ist keine Lösung, weder für Griechenland noch für die weitere Entwicklung in Europa. Was uns auch mit Sorgen belastet, ist, dass insbesondere die Bild-Zeitung, aber auch andere geradezu eine Hetze machen. Deutsche gegen Griechen oder die Griechen wären zu gierig. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es darum in diesem Konflikt nicht geht. Es geht um die Zukunft von Europa. Wir sehen auch nicht einen Gegensatz zwischen Menschen in Deutschland und Griechenland oder in Frankreich und Griechenland, sondern es geht um die Rolle der Banken gegen die Steuerzahler. Es geht um die Rolle der Konzerne gegen die Verbraucher. Oder es geht auch die Frage arm gegen reich oder unten gegen oben, aber nicht um die Auseinandersetzung zwischen den Völkern. Konkret fordern wir, erstens, die Linke will, dass die Europäische Zentralbank griechische Anleihen wieder als notenbankfähige Sicherheiten akzeptiert. Um auf diesem Wege auch für die notwendige Stabilität im Bankensektor zu sorgen. Zweitens, wir brauchen überdies eine EU-weit koordinierte Vermögensabgabe für Millionäre
wie sie von der Bundesbank und auch dem Internationalen Währungsfonds diskutiert wird, um die Mehrheit der Steuerzahler sowohl in Griechenland wie auch in Deutschland zu entlasten. Drittens, die Europäische Zentralbank sollte etwa über die Europäische Investitionsbank Investitionsprogramme finanzieren. Es kann ja kein Zweifel darin bestehen, dass wir einen Weg der wirtschaftlichen Entwicklung einleiten müssen und ein Programm aufsetzen müssen, das die Massenarbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit ernsthaft bekämpft. Zur Vorratsdatenspeicherung. Seit dem Wochenende wird wieder über die Vorratsdatenspeicherung diskutiert, ein schwieriges Wort. Angeblich hätten sich Justizminister Maas und Innenminister de Maizière auf einen Kompromiss geeinigt. In der Folge haben wir erlebt, jagt ein Dementi das andere. Neu an der aktuellen Diskussion wäre der nationale Alleingang. Auf EU-Vorgaben würde nicht gewartet. Dementis hin oder her. Wo Rauch ist, ist bekanntlich auch Feuer. Die Linke sagt deutlich, das Thema ist zu ernst für solche Testballons. Wir erwarten Offenlegung vom Stand der Diskussion. Die Bevölkerung muss wissen, woran sie ist. Unsere Position dazu ist eindeutig. Eine verfassungskonforme Vorratsdatenspeicherung ist ein Widerspruch in sich. Vorratsdatenspeicherung mit Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats sind nicht vereinbar. Anschläge, das beweisen auch die Erfahrungen in anderen Ländern, sind auf diesem Wege nicht zu verhindern. Deswegen unsere Aufforderung an die Bundesregierung, lasst die Finger davon.